Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben entspannter, freudvoller und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Monika Schmiederer, Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Speakerin, systemische Coachin, Meditationslehrerin und Bestseller-Autorin. Und ich freue mich sehr, sehr, denn Monika ist schon zum 2. Mal hier bei Einfach ganz Leben. Diesmal mit ihrem neuen Buch Die Kraft deiner Bestimmung. Finde Vertrauen und Mut in einer chaotischen Welt. Wie wir herausfinden, was wirklich unser Ding ist, wie wir uns von alten Prägungen lösen, die uns oft ausbremsen, und wie wir selbst das Kommando in unserem Leben übernehmen und unser Ding auch tatsächlich machen. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Monika, so, so schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig. Ich habe mich sehr auf unser Treffen heute gefreut. Wir sind jetzt online verbunden und ich würde aber total gern kurz die Geschichte erzählen, wie wir uns neulich total zufällig oder durch welche Fügung auch immer persönlich begegnet sind. Wir waren beide beim Retreat in Basel bei Joe Dispenza. Ich habe irgendwie mit meinem Freund irgendwo mir in diesen unfassbar vielen Sitzreihen einen Platz gesucht. Es waren nämlich 8000 Leute da. Und dann gucke ich zur Seite, da setzt sich ein Paar neben mich und auf einmal, Monika, Jutta, saßen wir plötzlich nebeneinander. Der Hammer, oder? Ich habe mir auch gedacht, das gibt's ja nicht. Wir lassen uns ja auch immer so vom Bauchgefühl quasi navigieren, wo ist unser Platz, wo ist unser Platz. Und dann war unser Platz neben eurem Platz. Und das fand ich wirklich gigantisch, weil du ja, wie du sagst, 8000 Leute da waren. Ja. Und es hat mich so gefreut. Und ich glaube, das ist auch so dieses Zusammenfinden dann auf diesen unsichtbaren Wegen, die da so ausgelegt sind für uns. Das war echt großartig. Ja. Da haben wir was total Schönes erlebt in diesen Tagen. Und jetzt freue ich mich voll, mit dir über dein neues Buch zu sprechen. Finde deine Bestimmung. Da hast du ja ein richtig heißes Eisen angefasst. Das ist ja so riesig. Also das ist wirklich dieses so, wieso wandle ich auf diesem Erdball, wofür bin ich hier? Da kriegen ja viele schon Schnappatmung, um das irgendwie, wenn sie es sagen sollten oder überhaupt für sich selber irgendwie finden sollen. Ja, du sprichst da gleich am Anfang wirklich auch was Intensives an. Ich hatte tatsächlich, ich habe 2 Jahre an diesem Buch gearbeitet und natürlich mich vorher schon ein Jahr lang vorbereitet. Finde Klarheit ist ja 2021 erschienen und schon mehr oder weniger als Finde Klarheit abgeschlossen war, habe ich gespürt, das nächste steht an, das nächste Thema steht an, die nächste Stufe sozusagen in diesem Dreiklang meiner ersten 3 Bücher. Und dann war klar, das Buch, mir zeigt sich zuerst eine Farbe, spannenderweise. Ja. Ich bin auch ein visueller Typ. Mir zeigt sich zuerst eine Farbe und ich sehe einfach dieses knallrote Buch, ja. Diese Feuerenergie, dieses riesige rote Buch. Nicht so, boah, ich habe so Lust auf dieses Buch, ich habe so Lust auf dieses Thema. Und dann war klar, okay, immer weiter hineingehen in dieses rote Buch, in diese Farbe. Ja. So arbeite ich auch oft mit meinen Klienten. Und dann
sehe ich so, okay, es ist ein Buch über Bestimmung. Bestimmung. Und dann war da dieses Wort, Bestimmung. Und ich so, wow. Und zu meinem Mann, wow, das rote Buch geht über Bestimmung. Und dann habe ich angefangen, ein Exposé zu schreiben. Du kennst ja als Autorin auch diesen Prozess und mir Gedanken gemacht, was möchte ich denn da teilen, was möchte ich da schreiben. Und die Verlage mögen natürlich gern 5 Schritte, 7 Punkte, ja, 10 Regeln, tralala. Und ich habe dann gemerkt, habe dann auch sowas ausgearbeitet in diese Richtung. Und dann habe ich gemerkt, Jutta, das kann ich nicht ausarbeiten. Ich empfinde diese Art von Herangehensweise an dieses Thema Bestimmung, nicht Berufung, nicht Next Level You und so, sondern Bestimmung. Das geht so nicht. Das geht nicht in 5 Schritten. Da ist kein 12-Punkte-Plan. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist ein lebenslanges Werden. Und ich möchte, so gut ich irgendwie kann, diesem knallroten Buch, diesem Thema Bestimmung, dieser Energie, die sich mir da gestellt hat, gerecht werden. Und dann sind da für mich selber 2 ganz intensive Jahre draus geworden, wo ich dieses Buch ausgestaltet habe, wo ich ganz, ganz viel an meiner eigenen Bestimmung, an meiner eigenen Berufung, an neuer Klarheit und Tiefe gewonnen habe mit allem, was das bedeutet. Und es war wirklich intensivst. Und ich habe das Buch tatsächlich erst seit 3 Tagen physisch bei mir. Ja, es ist ganz nagelneu. Und es ist vollbracht sozusagen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Wow, das war ja ein langer Geburtsweg, so wie du das beschreibst. Okay, dann möchte ich dich natürlich als allererstes fragen, kannst du das uns von dir beschreiben, wenn du die Frage gestellt bekommst, was ist deine Bestimmung, liebe Monika? Jetzt ich als Mensch oder für uns grundsätzlich? Für dich, du persönlich. Also für mich als Monika, meine Bestimmung ist es, glaube ich, komme immer näher dran. Ja, ich lebe, glaube ich, meinen Bestimmungspfad schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, bin sehr jung schon abgebogen in diese Richtung und habe gemerkt, nein, da muss ich lang, da geht's lang. Und habe auch den Mut und die Möglichkeiten gefasst, das auch zu tun. Und es entwickelt sich aber immer in Phasen. Diese Bestimmung, diese Berufung bekommt immer wieder eine neue Form, immer wieder einen neuen Ausdruck, immer wieder eine neue Ebene, so wie ich das als Mensch, als Monika ermöglichen kann. Es entfaltet sich immer im Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten, meiner Lebensumstände, meiner finanziellen Möglichkeiten, meiner familiären Möglichkeiten und. Regionale Möglichkeiten, politische Möglichkeiten, alles, ja, entfaltet sich wieder ein neuer Raum, wieder eine neue Stufe. Und immer wieder werde ich gefragt, und willst du gehen? Bist du bereit für den nächsten Raum? Bist du bereit für die nächste Ebene? Und manchmal sage ich auch nein, gebe ich zu. Manchmal traue ich es mir noch nicht zu. Manchmal weiß ich, da muss ich jetzt aber noch eine Ausbildung machen. Oder da gehört jetzt noch ein Kurs davor. Oder da gehört jetzt noch Übung davor. Und so entwickelt sich meine Berufung, meine Bestimmung immer wieder weiter. Und im Moment würde ich sagen, früher hatte ich gesagt, ich bin geboren, um zu schreiben und von dem Schreiben und für das Schreiben zu leben. Heute, jetzt nach diesen letzten paar Jahren, würde ich sagen, ich bin gekommen, um zu kreieren und anderen Menschen zu helfen, zu kreieren. Und ja, und ich bin gespannt, wo ich in 5 oder 10 Jahren mit dieser Weisheit über mich selber stehen werde, je nachdem, welche Möglichkeiten da sind. Ja, genau. Du hast mir beim letzten Mal, als wir über dein Buch Finde Klarheit gesprochen haben, da hast du tatsächlich schon gesagt, dass du mit 22, das ging so in die Richtung, wusstest, dass du gute Gedanken in die Welt bringen möchtest, ne? Auch über dein Schreiben und auch auf anderen Kommunikationswegen. Das finde ich einfach schon mal einen mega schönen Ansatz. Gute Gedanken in die Welt bringen. Mich beschäftigt das im Moment sehr, sehr. Da würde ich auch gern mit dir gleich nochmal drüber sprechen, was sich gerade gesellschaftlich und in der Welt so entwickelt, wie wir gut damit umgehen können. Jetzt würde ich trotz allem erst nochmal bei deinem Knallrot und deinem Wort Urknall bleiben. Also so wie du das beschreibst, erzähl das nochmal, wie du es Anfangs deines Buches auch beschreibst, wie sich das anfühlt, wenn wir unsere Bestimmung erkennen oder uns dem zumindest annähern. Du sagst es wie so ein Urknall.
Ja, also ich persönlich in meiner eigenen Wahrnehmung sehe das wirklich so, dass wenn wir unsere Bestimmung erkennen, das heißt, wenn ich sage, ja, da geht's jetzt lang, das ist mein nächster Schritt oder das ist mein nächstes Projekt oder das ist mein nächster Wohnort oder wie auch immer, ja, also welche Stufe auch immer gerade sichtbar für uns wird, ist dieser Aha-Moment, dieses Erkennen oft wie so ein Urknall und dann wird enorm viel Energie frei. Und wir glauben, in dem Moment, in dem wir erkennen, da geht's lang, spüren wir tief in uns auch, dass wir in Wahrheit, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, wenn wir wirklich Ja sagen, auch die Kraft, die Motivation, den Mut und die Ausdauer haben, das auch umzusetzen. Mhm. Natürlich kommen dann im Laufe der Zeit wieder Zweifel dazu und Gedanken und die innere Stimme hat was zu melden und die innere Stimme hat was zu melden. Aber in diesem Moment des Erkennens, in diesem Moment, wo wir wissen, was der nächste Schritt ist, ist eigentlich alles da. Da hat sich alles schon in uns gesammelt, dass wir diesen nächsten Schritt erkennen können. Und dann geht es darum, dieses innere Bild, diese Vision sozusagen oder dieses Herzensgefühl oder diese aufkommende Tatkraft tief aus dem urinnersten Bauchraum heraus oder was auch immer es gerade ist, dass ich da wahrnehme, je nachdem, was für ein Wahrnehmungstyp ich bin. Dann geht es darum, zu sagen, diesen Funken, diesen Urknallmoment wirklich zuzulassen und nicht sofort im Keim zu ersticken mit Zweifeln oder Sorgen, sondern das zu nähren, Druck aufzubauen, dieser Kraft, die sich da gezeigt hat, wirklich nachzugehen und ihr Futter zu geben, Öl ins Feuer zu gießen mit eben Gesprächen mit Menschen, von denen man weiß, dass sie einem gut tun oder mit einem Kurs zu buchen, von dem man weiß, dass er wichtig ist oder sich zu informieren oder wirklich auf Wohnungssuche zu gehen und. Das heißt, Öl ins Feuer zu gießen, damit dieser Funke so richtig anfangen kann zu brennen und damit so eine richtige Zündung entstehen kann und dass die Energie, die da drinnen liegt, in dieser Idee, in dieser Bestimmung, in diesem Gedanken, in diesem Aufruf, dass die wirklich frei wird und sich ausdehnen kann und uns wieder auf die nächste Ebene unserer persönlichen Bestimmung befördern kann sozusagen. Und ich glaube, diese Energie, die spürt aber jeder Mensch ganz anders. Je nachdem, was ich für ein Naturell bin, ist dieser Urknall wirklich was Lautes. Da ist dieser Aha-Moment, da kommt die Idee rein und dann macht's den Kabam, ja. Und wir haben diesen Urknall-Moment und dann gehen die Leute schon raus und gehen schon voll in die Umsetzung. Und bei anderen ist dieser Urknall-Moment genauso stark, der ist nicht weniger stark, der ist noch viel leiser, viel innerlicher, viel mehr passiert da in der Tiefe. Und dann entfaltet sich diese Energie, dieses Feuer langsam nach außen. Mhm. Das kommt je nach Charakter, je nach Wesen, schaut das anders aus. Die Energie, die Kraft, das Potenzial sozusagen, das darin liegt, ist für jeden da, nur in einer anderen Form. Mhm. Jetzt klingt das ja so riesengroß mit der Bestimmung. Meinst du damit sozusagen alles Mögliche, also von beruflichen Sachen wie ich möchte Konditorin oder Kraftfahrzeugmechatroniker werden, bis hin zu ich will mir einen neuen Lebensort suchen, eine neue Wohnung oder meine Bestimmung ist, dass ich als Persönlichkeit eine friedliche Ausstrahlung in meiner näheren Umgebung habe oder wie auch immer. Also ist das so universell, wie du das meinst? Ich glaube, dass die Bestimmung an sich genauso universell ist, wie du es jetzt gerade beschreibst und dass sie immer alle Lebensbereiche beruflich, privat, das heißt im sozialen Umfeld, in der Familie, aber auch persönlich für mich selbst als Mensch mit meinen Hobbys, mit meinen Interessen, meinen Weiterentwicklungswünschen gilt. Also beruflich, persönlich, privat, alle Ebenen sind eingeschlossen, alle Ebenen arbeiten mit, dass ich als Mensch, du als Mensch, deine Bestimmung, meine Bestimmung immer mehr und immer mehr entfalten kann auf immer mehr Ebenen, in immer mehr Formen, in immer mehr Facetten, in einer immer größeren Vielfalt auch und dementsprechend Intensität und Wirkkraft. Und es ist völlig in Ordnung, wenn die Bestimmung sich zuerst nur im privaten Bereich verwirklicht. Und ich mache aber noch meinen Beruf, so wie ich ihn vielleicht ursprünglich erlernt habe oder so wie er gerade einfach nötig oder möglich ist. Und ich beginne aber diese Kraft der Bestimmung, diese Richtung zu nähren und auszubauen. Und ich schaue, wie diese Felder beruflich, persönlich, privat dann im Laufe des Bestimmungsweges immer mehr auch miteinander verschmelzen, wie die Ebenen so sich quasi auch ergänzen und verstärken gegenseitig.
Und das ist ein ständiger Wandlungsprozess, der Bestimmung zu folgen, ist etwas anderes als ein Herzensprojekt zu verwirklichen. Die Bestimmung ist die Ebene darüber, die Berufung ist dann schon eine Form. Ein Projekt ist noch eine kleinere Form. Und die Bestimmung ist so wie dieser große Grundton, diese Grundschwingung im Leben, mit der ich da bin, mit der du da bist, mit der die Zuhörerin, der Zuhörer da ist. Und dieser Grundton, diese Grundschwingung ist logischerweise für jeden anders. Und du hast im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner Zeit hier auf der Erde ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Grundschwingung anders zu leben. Da bist du vielleicht als junges Mädchen, bist du die in der Familie, die sich immer traut, echt die Wahrheit auf den Tisch zu bringen. Ja? Und dann als Jugendliche bist du, was weiß ich, Schulsprecherin. Im Studium gründest du die erste rebellische Schulzeitung. Danach gehst du zum Radio und sprichst Wahrheit ins Mikrofon zu tausenden Menschen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und später wird das wieder eine andere Form annehmen. Aber die Grundschwingung sozusagen, als Mensch die Wahrheit zu sprechen und ihn und die Wahrheit zu vielen zu bringen, ist immer die gleiche. Aber die Form verändert sich. Und da ist diese Bestimmung wirklich so etwas ganz Universelles und etwas, das dementsprechend auch wie eine Grundessenz im Leben ist. Und je weiter wir von dieser Bestimmung weg sind, je ferner wir von dieser Grundschwingung leben, desto mehr spüren wir das dann auch in einer belastenden Form. Du hast ja eben gesagt, dieses 12 Punkte auf dem Weg zu deiner Bestimmung, das funktioniert so nicht, ne? Du hast trotzdem die Ermunterung in deinem Buch, dass du sagst, geh auch auf deine Bestimmung zu. Also warte nicht nur, dass dieser Knall kommt, sondern geh deinen Gedanken, Gefühlen, deinem Gespür nach. Und was ich ganz schön finde, dass du auch, du hast eine lange Liste von Fragen, die wir uns stellen können, um das ein bisschen mehr zu ergründen. Vielleicht können wir auf so ein paar Fragen mal gucken. Warte mal, ich habe mir auch ein paar notiert, also zum Beispiel, welche Themen rufen mich immer wieder? Worin möchte ich richtig gut sein und warum? Was wollte ich schon immer mal sehen, berühren und essen? Also das so als erstes herantasten zum Beispiel. Und dann gibt es noch mehr Fragen. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar sagen. Ja, also vielleicht auch anschließend an diese erste Frage, die du vorgelesen hast. Was ruft mich immer wieder? Was beschäftigt mich immer wieder? Ich glaube, dass es gibt viele Wege zum selben Ziel. Und das Ziel ruft uns aber immer wieder. Und ich glaube, es gibt keinen falschen Weg zum Ziel und auch keinen einzig richtigen. Ja. Sondern es gibt so ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wenn zu Fragen wie, was beschäftigt mich immer wieder? Was triggert mich auch immer wieder an? Also über welche Dinge muss ich mich einfach jedes Mal aufs Neue entrüsten, ärgern, erzürnen, wenn sie mir in irgendeiner Form begegnen? Dann habe ich da vielleicht eine Aufgabe. Dann ist da vielleicht für mich etwas zu tun hier in dieser Welt zu diesem Thema. Oder sich zu fragen, welche Menschen bewundere ich sehr und warum? Was macht denn die bewundernswert für mich? Welche Eigenschaften haben die? Was setzen die um oder was leben die, was ich vielleicht auch gern leben würde? Und was ist das genau für mich dann, auf mich übersetzt? Auch zu beobachten, bei welchen Tätigkeiten geht es mir richtig gut? Spüre ich einen Energiezustrom. Man sieht das zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. Wenn ich einen Beruf habe oder einen Job habe, der schon okay ist, aber eigentlich nicht wirklich so richtig zu mir passt, dann ist oft abends wirklich, sind alle Akkus leer. Man kann froh sein, dass man überhaupt noch die Kinder erträgt, bis sie im Bett sind. Und es ist so richtig ein zu viel, obwohl es eigentlich gar nicht so fordert. Ja? Und man fragt sich, warum bin ich so erschöpft? Warum bin ich so leer? Weil in der Tätigkeit, die nicht so sehr der Berufung oder Bestimmung entspricht, kommt zu wenig Energie zurück. Weil das muss ich immer aufbringen. Da kommt nicht diese Kraft der Bestimmung von innen und lädt das wie so eine Solarzelle quasi, genau, die von der Sonne berührt wird, wieder auf. Genau. Und wenn ich mich aber nähere an der, wenn ich quasi mich, je mehr ich mich diesem Zentrum meiner Bestimmung nähere, dieser Essenz nähere, desto mehr nährt mich auch das, was ich tue, während ich es tue. Was für Tätigkeiten sind das?
Und das heißt nicht, dass das etwas Einfaches sein muss oder etwas, das schnell geht oder sonstiges, sondern es können auch ganz schwierige Sachen sein. Das können richtig fordernde Sachen sein, wo Menschen von außen sagen, na, wie machst du das? Mhm. Und diese Tätigkeiten, das sind alles Hinweise für eine Richtung. Und ich glaube, es ist wirklich, gerade wenn man so gar nicht weiß, in welche Richtung es geht oder was das große Bestimmungsziel sein soll oder was die große Berufung jetzt denn ist, sich wirklich auch daran zu orientieren, dass die Richtung letzten Endes entscheidend ist. Mhm. Weil es gibt keine finale Zielgerade, wenn wir über Berufung und Bestimmung reden. Die existiert schlicht und einfach nicht. Mhm. Da gibt es nur Etappen, da gibt es nur Zwischenziele. Und das Wichtigste ist die Richtung und die Bereitschaft, immer wieder Ja zu sagen und immer wieder weiterzugehen und entsprechend auch, ganz egal, wo ich auf meinem Lebenslauf und in meinem Bestimmungspfad bin, immer wieder die Offenheit zu haben und sich all diese Fragen neu zu stellen. Mhm. Und zu sagen, bewundere ich diese Menschen immer noch und warum? Tut mir diese Tätigkeit immer noch gut und warum? Wohin zieht es mich? Es können auch Orte beispielsweise. Drum auch diese Frage, wo möchtest du schon immer mal gewesen sein? Was möchtest du mal essen? Was möchtest du mal hören? Ein Konzert beispielsweise. Wir unterschätzen die Kraft unserer fünf Sinne, mit denen wir ausgestattet sind als Menschen, für die Aktivierung von innerem Potenzial, von Interessen, von Talenten, von Fähigkeiten, von neuen Wissensfeldern, die sich vielleicht dahinter für uns öffnen. Weil überall in dieser sinnlichen Welt da draußen warten Impulse, die wiederum eine kleine neue Tür für einen nächsten Schritt öffnen können. Da ist auch die Verbindung, was du eben gesagt hast, dass das eigentlich eins ist, das Persönliche, Private und Berufliche. Denn wir denken ja oft, also keine Ahnung, ich will schon immer mal im Originalland ein bestimmtes asiatisches Gericht probieren. Dass wir dann denken, ja, das ist ja Urlaub und das macht man. Aber dass vielleicht sich das verbinden könnte mit irgendeinem anderen Element in mir, das auch ein Wegweiser ist. Weiß nicht, ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Ne? Dass wir das so trennen und du sagst, nee, tu das mal zusammen, weil das kann auch ein Wegweiser sein, richtig? Absolut. Und auch wie du sagst, zum Beispiel zu sagen, ich möchte diese eine Speise im Originalland essen und ich hätte gern genauso ein Schälchen mal original in der Hand. Wer weiß, wer dir an dem Tag, wo du dieses Schälchen in der Hand hältst und mit den Stäbchen hineinfährst, gegenüber sitzt. Mhm. Wer weiß, was du im Flugzeug liest. Wer weiß, ob du dort in der Straßenbahn irgendwas verlierst und durch das, dass du es verlierst, in irgendein Geschäft gehst, um dort wieder irgendetwas ganz anderes zu finden. Und ich glaube, wir unterschätzen, wir sind natürlich geprägt, alle zusammen. Ja? Ich habe auch ein naturwissenschaftliches Gymnasium besucht und wir sind trainiert worden, uns viel zu sehr als Mensch, als Maschine zu sehen. Und da gibt es dieses Teil und das ist die Leber und da gibt es dieses Teil und das ist das Gehirn und dann gibt es dieses Teil und das ist die Hand und dann gibt es das. Wir splittern alles so auf. Mhm. Und das ist auch gut und richtig, damit wir mal lernen, Dinge zu verstehen, Dinge zu beobachten, Dinge auch unter Anführungsstrichen zu reparieren. Mhm. Aber letzten Endes, und das haben wir alle schon mal schmerzlich erlebt, wenn wir beginnen, uns wirklich als Maschine zu sehen und als Maschine zu behandeln mit unterschiedlichen, voneinander getrennten Teilen, dann wird das Leben richtig schmerzhaft, weil wir keine Maschine sind. Mhm. Wir sind ein hochkomplexes, im Endeffekt multidimensionales Wesen, das mit allen Sinnen arbeitet, das niemals persönlich, beruflich und privat am Ende des Tages tatsächlich trennen kann, weil wir sind ein und derselbe Mensch. Natürlich nehmen wir unterschiedliche Rollen an in dies beruflich, persönlich und privat, aber das Ziel, und deswegen beeindrucken uns diese Menschen auch so sehr, das Ziel ist es, diese Bereiche immer mehr zu verschmelzen und immer eins werden zu lassen. Und irgendwann sind wir nur noch ein Wort. Irgendwann ist Dalai Lama nur noch Frieden. Irgendwann ist Eckhart Tolle nur noch jetzt, Präsenz. Gegenwart. Irgendwann ist Jutta Ribok nur noch Wahrheit. Mm. Und dann sind wir ganz, verstehst du? Dann gibt es nicht mehr diese Splitter. Und ich weiß aber nicht, ob das immer sofort schon das Ziel sein muss, ja? Weil diese Ganzheit, das fühlt sich schon sehr erhaben an, finde ich zumindest. Ja? Und aber worum es vielfach für uns auch geht auf diesem Bestimmungsweg, ist,
die Lebendigkeit zu spüren. Die letzte Phase 7, der 7 Phasen der Kettenreaktion der Bestimmung ist die Lebendigkeit. Mhm. Und genau diese Lebendigkeit zu nähren, alles zu tun, was deine Lebendigkeit nährt, ist letzten Endes automatisch etwas zu tun, was an deine Bestimmung, an deine Berufung einzahlt. Mhm. Weil diese Lebendigkeit, diese Fülle, diese Vielfalt, das ist das, was wir als Menschen wirklich sind. Und ich glaube, gerade jetzt in diesen großen Umbrüchen, großen Umschichtungen, ist es wirklich ein tun wir uns selber Gutes, wenn wir aufhören zu versuchen, uns in ein einziges Puzzleteil hineinzupressen, mhm. sondern wenn wir erkennen, dass wir nicht ein einzelnes Puzzleteil sind, sondern der ganze Spieltisch. Das ist ein schönes Bild, der ganze Spieltisch. Ja, und alles gehört dazu und alles ist gleich wichtig. Ich hatte gerade noch den Gedanken, als du gesagt hast, stell dir unter anderem die Frage, was bewunderst du an einem Menschen? Da wären wir vielleicht auch schon bei einer der Hürden, die wir uns oft selber bauen. Ich kenne so dieses Gefühl von, ja, ist klar, also dass sie das so toll kann, dass er das so toll macht. Für mich ist das nicht vorgesehen. Ich bin, ne, also ich bin eher so ein kleines Rädchen, was so, sich so ein bisschen irgendwie so rumdreht und auch ganz okay ist. Aber da bauen wir uns ja oft selber Hürden, dass wir denken, da reichen wir nicht ran. Das ist, ne, nicht unsere Kragenweite. Ich glaube, es gibt diese zwei Ängste, wie ich es auch im Buch beschreibe. Es gibt einerseits, wenn wir dann an einen so Moment kommen, wo wir sehen, aha, schau, das würde mich anziehen. Das wäre ein Vorbild, das wäre etwas, wo ich mir vorstellen könnte, selbst zu sein. Dann gibt es zwei Ängste. Es gibt einerseits die Angst vor Kleinheit und es gibt die Angst vor Größe. Und die Angst vor Kleinheit ist wirklich zu sagen, okay, wenn ich jetzt da aufbreche und ich versuche das auch zu verwirklichen, was ich da bei jemand anderem bewundere, was, wenn ich scheitere? Mein Gott, wird das peinlich sein. Die anderen werden lachen. Ich bin so unbedeutend. Ich bin nicht würdig, das. Diese Angst vor der Kleinheit, dass man niemals diese Größe erreichen kann. Und ich glaube, diese Angst vor der Kleinheit, mit der sind wir alle schon so recht gut vertraut und da verstecken wir uns dann auch mal wieder gern und ja, und das ist so diese Opferrolle und dann können wir noch mit irgendwelchen anderen darüber reden, dass das ja eh viel zu hoch gegriffen sei und außerdem leiden die da oben ja auch alle total. Ja. Ja. Und dann sind wir uns schon wieder einig, dass es sich eh nicht lohnt aufzubrechen und. Ja. Und das ist so, da haben wir auch viele Gleichgesinnte. Angst vor Kleinheit, das ist schon etwas, was wir recht offiziell aussprechen können. Mhm. Was aber spannend ist und was mir auch bei meinen Klientinnen immer wieder begegnet, ist die Angst vor der Größe. Und zu sagen, ja, aber ich glaube, wenn ich das wirklich alles mobilisiere, was ich habe, und mir bewusst werde, dass das kein Spaziergang ist, dass das nicht erledigt ist in 3-4 Wochen, sondern dass das vielleicht 3-4 Jahre, wenn nicht sogar 3-4 Jahrzehnte, wenn nicht sogar mein ganzes Leben dauert, bis ich da bin, wo ich diese Person sehe, das verwirklicht habe, das verkörpert habe vor allem, und trotzdem zu gehen. Und wir spüren dann diese Kraft, die das hätte. Wir spüren diese Ausdehnung, die das hätte. Wir spüren diese Rolle, die da warten würde auf uns, damit wir sie übernehmen und eintreten in die Arena des Lebens und zu sagen, so, und ich stelle mich jetzt dahin. Ich vertrete das jetzt. Ich setze das jetzt um. Diese Angst vor der möglichen Größe, vor dem möglichen Gelingen ist manchmal sogar noch stärker, noch einschüchternder. Und über diese Angst vor Größe, vor diesem wirklichen Potenzial, können wir mit wenigen Menschen reden, weil was sollen wir denn da jetzt sagen? Und ich glaube, das ist auch das, was uns so fasziniert letzten Endes an den Menschen, die wir bewundern, dass die echt Ja gesagt haben, offensichtlich ganz, 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 ganz oft und trotzdem und trotz allem weitergegangen sind. Und diese beiden Ängste stehen da so im Raum und ich glaube, wir sind immer mit beiden konfrontiert. Die eine erkennen wir vielleicht ein bisschen besser als die andere. Und wenn wir aber diese Hürden, die da vor uns liegen, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir ja nie alle gleichzeitig nehmen werden und müssen, dann wird es einfacher. Und ich glaube, so, ich habe das jetzt erst in meinem letzten Workshop, habe ich mir, das finde ich irgendwie ein schönes Bild. Also nehmen wir mal als Beispiel für diese Angst vor Größe.
beispielsweise jemand spürt, okay, mein Weg geht in Richtung Spitzensport und ich sehe einen Weltfußballer oder einen Star-Tennisspieler, dann wäre diese Person wieder Mount Everest. Ja, die steht da ganz oben, 8848 Meter Seehöhe. Diese Person markiert für die Spitze. Oder wenn ich sage, ich möchte Autorin werden und ich sehe dann vor mir Menschen, die alle zwei Jahre einen Spiegel-Bestseller rausbringen und die mit jedem Buch einen Volltreffer landen, 8848 Meter, ja. Das ist die Spitze. Oder wenn ich sage, ich interessiere mich so für Ernährung und Kochen und ich möchte ich möchte zu den besten Köchen zählen und dann habe ich diesen Sternekoch, den ich bewundere und der ist auf dem 8848 Meter. Das ist die Spitze. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mobilisiere alles, was ich habe, alles bis auf den letzten Tropfen Schweiß, um ebenfalls auf diesen Mount Everest ganz nach oben zu kommen. Oder ich sage, das ist sowas wie mein Benchmark, aber bei 4000 Metern ist für mich gut. Wenn ich es bis 4000 Meter, wenn mein Gipfel 4000 Meter hoch ist, dann habe ich es echt geschafft, weil ich will ja auch noch das und das und das und das. Und ich weiß, wenn ich auf 8000 Meter will, muss ich auf dieses oder jenes verzichten. Und dann ist es auch gut, sich selber wirklich immer wieder einzupendeln und zu sagen, wie weit will ich denn tatsächlich gehen? Und ist es für mich wirklich meine Berufung und meine Bestimmung, den höchsten Gipfel in einer Sache zu erklimmen? Oder ist es vielmehr meine Bestimmung, viele, viele, viele 2000er entdeckt zu haben und immer wieder auf einen neuen 2000er zu gehen, immer wieder was Neues zu machen, immer wieder in einem neuen Land auf einen neuen Gipfel zu gehen. Und beides ist richtig. Weder der 8000er ist falsch, noch der 2000er. Alles ist richtig. Es geht darum, die eigene Wahrheit zu finden. Und dementsprechend ist der Weg der Bestimmung niemals ein Weg der Selbstoptimierung, sondern immer ein Weg der Selbsterinnerung. Niemals etwas, was ich im Außen abschauen, kopieren, nachahmen kann, sondern immer etwas, was ich im Idealfall von innen heraus, von dem eigenen Interessen, von den Impulsen, von dem, was von mir, von innen heraus kommt und was mich zu sich zieht, zu gestalten. Wunderbar. Du arbeitest mit Klientinnen und Klienten, du bist persönliche Mentorin auch. Kannst du uns über so Wege, die du begleitet hast, ein, zwei Beispiele sagen? Also wie Menschen tatsächlich so mit dir besprochen haben, hey, da ruft mich was, das interessiert mich und die spannende Wege gemacht haben, die du begleitet hast? Ja, ich finde das ganz spannend, weil diese Wege immer so unterschiedlich sind. Und ich glaube, was hier auch in unserem Gespräch wichtig ist, ist, dass der Urknall, über den wir vorher schon gesprochen haben, die Initialzündung sozusagen, die ist immer anders. Also ich habe eine Klientin, die hat so eine Vision, wie sie immer sagt, ein inneres Bild seit ihrer Kindheit. Seit ihrer Kindheit sieht sie sich auf diesem Hof mit diesen Pferden und so weiter und sie hatte einfach als jüngere Frau die Möglichkeit, nicht das zu verwirklichen. Sie hatte zwar natürlich dann reiten gelernt und, aber so diese Vision, die da war, die hat sie nie verwirklichen können, bis sie fast 60 war. Und dann geht es darum, aus diesem Bild, das sie da in sich trägt, wirklich etwas Lebbares zu machen. Und da kommen dann natürlich Desillusionierungsprozesse. Ja, aha, so ist das also jetzt in echt. Aha, das gehört auch dazu. Oder ah, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Aber auch Momente, wo man sagt, da ist noch viel mehr Tiefe, da ist noch viel mehr Freude, da ist noch viel mehr Erfüllung, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Oder anderes Beispiel, eine Dame, die liegt wirklich am Wochenende auf dem Sonnenstuhl, ja, Festanstellung, verheiratet, Kind, liegt am Wochenende auf dem Sonnenstuhl und hat so einen Aha-Moment. Ja. Ich habe mich zu kümmern um dieses Thema. Jetzt. Und hat wirklich ein Jahr später diese Anstellung verlassen, gründet eine Firma mit Namensfindung, allem drum und dran und hatte aber nur zwei Begriffe. Und zwar? Ja, hatte nur zwei Worte. Frauen und Geld. Ah. Und dann, was bedeutet das? Was bedeutet das für sie individuell? Weil wenn du aufbrichst, um dich um das Thema Frauen und Geld zu kümmern, kommt was anderes dabei raus, wie wenn ich aufbreche, wie wenn sie aufbricht. Oder wieder anderes Beispiel, eine Frau, die schon über
ja, 2 Jahrzehnte im selben Beruf arbeitet, mhm, und da wirklich ganz, 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 ganz viel geleistet hat, ganz, ganz, ganz viel aufgebaut hat und dann merkt, okay, am Gipfel der Karriere, am Gipfel des richtigen Weges zeigt sich nochmal ein ganz neuer Gipfel, mhm, im selben Feld mit einer ganz anderen Schwerpunktlegung. Aha, wie wechseln wir jetzt von dorthin? Wie bewahrt man das, was man da aufgebaut hat? Mhm. Wie beschützt man das, was gut war? Wie kümmert man sich in Zukunft um diese ganzen Kunden, die schon da sind? Ja? Und wie kann man trotzdem parallel anfangen, einen neuen Gipfel sozusagen zu erklimmen, das Neue aufzubauen? Und das sind immer ganz individuelle Wege, ganz individuelle Pfade. Und das Spannende finde ich wirklich, dass wir dabei immer mit allen Sinnen arbeiten und dass es niemals nur Entwarnung an alle, die sie schon ihr Leben lang vergeblich suchen. Es geht nicht nur um die Stimme deines Herzens. Ja. Ja, bitte nicht, ja, warten auf diese Stimme des Herzens, die da engelshaft von oben herunter irgendwas zu dir sagt. Ja. Die Bestimmung spricht in dir, in deiner eigenen Sprache, in deinem eigenen Tonfall, in deiner eigenen Laune zu dir. Und manchmal ist es keine Stimme des Herzens, sondern manchmal ist es wirklich eine tiefste Wut aus dem urinnersten Bauchraum heraus. Manchmal ist es eine Vision, ein Bild, ein Gedanke, ein Wort. Manchmal ist es etwas, was einfach immer wieder von außen an einen herangetragen wird. Die Wege, wie deine Bestimmung zu dir findet, sind vielfältigst. Und nein, du musst nicht ständig in deinem Herzraum herumsuchen und verzweifeln, wenn du das Gefühl hast, ich finde aber nichts Konkretes. Da können wir ja gerade noch mal 2, 3 weitere deiner Fragen ins Spiel bringen, weil ein Teil der Fragen bezieht sich ja auch so, sag ich mal, auf die Werte, die man hat. Welche Art von Mensch möchte ich sein, zum Beispiel? Welche Art von Mensch möchte ich sein und welches Problem in dieser Welt möchte ich mitlösen? Und ich glaube, das ist eine ganz elementare Frage in Zeiten wie diesen. Und ich habe auch gerade in den letzten Monaten und 1, 2 Jahren, wie wir alle natürlich, immer mehr so, man sagt, meine innere Stimme, die Zeit, wo es nur darum geht, sich selbst zu verwirklichen, die nächsthöhere Version seiner selbst tralalala zu werden, die sind jetzt vorbei. Es geht wirklich darum, sich auch bewusst darüber zu werden und sich daran zu erinnern, dass man als Mensch grundsätzlich eine Wirkung hat, egal was man tut oder unterlässt, egal was man sagt oder beschließt, nicht auszusprechen. Alles wirkt immer. Wir Menschen wirken immer, 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 ausnahmslos immer. Und dass wir uns wieder mehr darüber bewusst werden, dass wir immer wirken und dass es unsere Aufgabe ist, positiv einzuwirken, da wo wir Schmerz spüren, da wo wir Ungerechtigkeit wahrnehmen, da wo wir das Gefühl haben, hey, das müsste aber anders laufen. Und dass wir immer mehr auch diesem gigantischen Gefühl von Ohnmacht und ausgeliefert sein und Spielball von irgendwelchen verrückten Mächtigen zu sein, wirklich die Erinnerung entgegenstellen, dass wir sehr wohl wirken können und dass wir eine Verantwortung haben, zumindest für uns selbst mal beginnend und dann für unser allernächstes Umfeld und dann Schicht für Schicht für Schicht für Schicht. Diese Werte, die wir haben, diese Wahrheit, die wir erkennen, wirklich auch leben mit dem höchstmöglichen Mitgefühl und der höchstmöglichen Offenheit für das Ganze. Das ist so schön, was du sagst. Mich beschäftigt das gerade wahnsinnig. Also viele von uns empfinden diese Zeit gerade als besonders schwer. Und mich beschäftigt zweierlei. Du sagst es im Grunde auch ein bisschen, deshalb würde mich da deine Meinung nochmal interessieren, weil du sagst auch, Bestimmung finden, Orientierung finden in einer chaotischen Welt, in einer Welt, die uns so erscheint, als würde sie irgendwie auseinanderfliegen. Ist das tatsächlich so, dass gerade die Zeitläufe so anders sind als sonst? Das wäre eine Frage, die mich beschäftigt. Oder ist es auch ein bisschen so, alle sagen das immer und immer mehr Menschen sagen dann, ja, mir geht's auch nicht so gut, weißt du, dass man so mitschwimmt und mitsingt in dem Chor.
dieser ganze Themenkomplex, der beschäftigt mich gerade total. Und daran anknüpfend, was du gerade gesagt hast, ich stelle mir das vor wie so ein Schneeball oder eine Kettenreaktion. Also wenn nur alleine schon ich mich sehr gut um mich selber kümmere und um die Menschen in meiner nächsten Umgebung. Und wenn man das mal weiter träumt, dass es jeder machen würde, dann hätten wir Frieden, totalen Frieden in der Welt. Ne? Das ist jetzt aber nicht so. Und dennoch, ich, dieses kleine Rädchen im Getriebe, kann trotzdem schon ganz viel da hineingeben, indem ich mich sehr gut um mich selber und um andere kümmere. Und dieses sich selber kümmern ist auch total wichtig, weil wenn da versteckt unter irgendeiner Oberfläche doch sowas ist, wie dass man sich doch nicht selber so lieb hat und sich viel selbst kritisiert und tralala, dieses Ganze, dann strahlt man das ja irgendwie auch in die Welt. Genau, das war jetzt ein ganz großes Fass aufgemacht. Lass uns doch gern anfangen an dieser Stelle, wenn du sagst, Orientierung finden in einer chaotischen Welt. Wie definierst du diese Art von Welt gerade, die du eben im Moment besonders so empfindest, so chaotisch und vielleicht unberechenbar? Also für mich ist es einfach ganz offensichtlich, dass in fast allen Branchen, in fast allen Lebensbereichen, in fast allen auch staatlichen Systemen ein Umbruch stattfindet. Mhm. Ja, es ist eine große Veränderung. Wir haben natürlich durch die Digitalisierung und all das, was natürlich auch die künstliche Intelligenz jetzt aufs Parkett bringt, haben wir zwangsläufig überall Veränderungen, wir haben überall Umstrukturierung. Und wir haben natürlich auch das sind alles diese äußeren Faktoren und wir sehen, aha, früher galt eine Karriere bei der Bank noch so als nied- und nagelfest, heute weiß man nicht mehr so genau, ja, ob die Filiale in 10 Jahren überhaupt noch existieren wird und so weiter. Und all diese Dinge, die lösen natürlich eine große Unsicherheit aus. In jedem, in irgendeiner anderen Form bringt das so ein bisschen das eigene Lebensfundament zum Zittern, wenn wir nicht so genau wissen, was jetzt da kommt. Und gleichzeitig aber auch gibt es natürlich diese Umschichtungen, dass wir merken, die Menschen sind irgendwie anders. Mein Freundeskreis verändert sich. Die Meinungen sind teilweise schwieriger zu handhaben rundherum. Und die Stimmungen werden teilweise auch angespannter und so weiter. Also all diese privaten Einflüsse. Und wir spüren natürlich in uns selber, dass wir uns in den vergangenen Jahren natürlich schon oft ganz stark die Sinnfrage gestellt haben, dass wir ganz vieles ausgemistet haben, also verabschiedet, losgelassen, aber nicht so genau wissen, was jetzt dann als nächstes kommen soll. Mhm. Wir wissen heute ganz oft, nein, das eigentlich nicht mehr, aber was stattdessen wissen wir oft nicht. Oder wir wissen, ja, eigentlich hat das ausgedient, aber was kommt als nächstes und ist das überhaupt was Gutes, was da kommt? Das sind alles so Basisverunsicherungen, einfach aufgrund der Dynamik, in der wir uns befinden, in dieser Kombination aus technologischer Veränderung, ökologischer Veränderung, politischer Veränderung. Und da dürfen wir definitiv auch mal orientierungslos da sitzen und sagen, das ist mir gerade alles echt zu viel. Mhm. Und da dürfen wir auch, wenn wir merken, dass wir da entsprechend auch die Substanz verlieren, uns ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, ich kann nicht die ganze Welt retten, ich kann mich nicht für die ganze Welt verantwortlich fühlen, aber trotzdem nicht die Ohnmacht wählen. Mhm. Weil nur weil wir spüren, ich kann nicht die ganze Welt retten, ich weiß jetzt auch nicht, was zu tun ist hier im großen Ganzen, ja, an all diesen Baustellen, aber ich weiß vielleicht, was mein Kind braucht, wenn es heute Abend heimkommt. Mhm. Ich weiß vielleicht, sollte ich bei meinem Partner wieder vermehrt das und das und das tun. Das hat ihm doch gut getan. Mhm. Vielleicht sollte ich wieder 4-mal die Woche eine Waldrunde gehen. Da war ich irgendwie ausgeglichener, als ich das noch getan habe. Runter reduzieren, diese riesige Komplexität runter reduzieren auf das, was ich wirklich in der Hand habe, was in meiner Macht ist. Und das ist viel mehr, als wir meinen. Und dann von dort aus wieder so eine innere Stabilität aufzubauen, weil für unser eigenes Lebensgebäude sind wir selber verantwortlich. Wir können nichts für die Erdbeben, die da ausgelöst werden, in einem größeren Spektrum. Da sind wir tatsächlich nicht in der entscheidenden Funktion. Aber wir können schauen, dass dieses Fundament unseres eigenen Lebensgebäudes so stark ist wie möglich und dass die Wände, die wir haben, stark sind. Und das geht vor allem, und deswegen beschäftigt sich das Buch ja auch so viel mit Mut und Vertrauen und Aufbau von Vertrauen, weil da sind wir angehalten, uns wirklich
du hast die Werte auch schon angesprochen, uns wirklich wieder anzubinden an so diese inneren Räume der Ruhe, diese inneren Räume der Gewissheit, der Klarheit, der Ruhe, wo wir bei uns selbst aushalten, ja, in uns selbst erden, in uns selbst wohnen können und da immer wieder mal verschnaufen und einfach wirklich uns auch bewusst darüber sind, dass wir Menschen unglaublich resiliente Wesen sind, unglaublich viel aushalten, so viel Stärke und Substanz entwickeln können, wenn wir sie denn brauchen und dass wir zu unglaublichem fähig sind, wenn wir denn müssen. Und dass wir uns wirklich daran erinnern, dass wir geführt sein werden in diesen Momenten, weil du erinnerst dich, jeder von uns hatte schon mal einen richtig tief schwarzen Moment im Leben, mindestens einen. Mhm. Jeder von uns hatte schon mal Situationen, wo er weinend im Badezimmer auf dem Boden saß und dachte, ich habe keine Ahnung mehr, wie weiter. Mhm. Aber es ging weiter. Mhm. Aus diesem tief schwarzen Moment wurde wieder ein hellerer Weg. Wie? Einfach in einem weiteren Ja zum Leben, in einem Schritt für Schritt weitergehen. Und das ist auch jetzt gefragt. Und dieses Untenbleiben in der Ohnmacht, in der Angst, in der Starre, in der Depression ist letzten Endes ein Aufgeben, wo wir sagen, ich gebe auf. Und was da manchmal der entscheidende Schlüssel ist, wieder in die Aktion zu kommen, wieder ins Vertrauen zu kommen, wieder in den Mut zu kommen, ist Zorn, Wut. Ja. Und wirklich, das auch im Buch gibt es diese Rage on Page, alles aufs Papier. Manchmal schreien wir auch jemanden an, leider. Ja? Aber versuchen, das wirklich aufs Papier zu lassen und raus mit dem Zorn und schauen, aha, Zorn, ich nehme mir einen Block, einen Stift, irgendeine Musik, raus mit dem Zorn aufs Papier. Was ärgert dich denn so? Was ist denn da gerade da? Und dann kommt unter dem Zorn irgendwann kommen die heißen Tränen. Mhm. Dann kommt die Trauer, dann kommt die Enttäuschung, dann kommt die Frustration, dann kommt die Angst. Alles aufs Papier, alles aufs Papier, alles aufs Papier. Und dann lass das zu dir zurücksprechen. Sag, okay, boah, das beschäftigen, das ist alles da drin. Ja, klar, geht's mir gerade nicht gut. Aber wo kann ich denn da jetzt ansetzen? Welcher dieser Punkte, die mich da so beschäftigen, kann ich denn jetzt wirklich angehen? Und wer kann mir helfen? Und wie kann ich diese Hilfe bekommen? Und weil die Ohnmacht ist letztlich dieses Aufgeben und wir müssen für unsere höhere Aufgabe, für unsere Bestimmung, für unsere Berufung tatsächlich etwas aufgeben. Und zwar diesen Gedanken, dass wir nichts bewirken können. Ja. Wir können alle was bewirken. Ich mache manchmal eine geführte Morgenmeditation, wo die Stimme sagt, das, und da muss ich immer lachen, das Universum wartet auf dich. Und dann sage ich immer, ha, 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 witziger Witz auf mich gerade. Und das ist aber genau dieser Gedanke. Und ich kann es inzwischen eben mit einem Schmunzeln nehmen und sagen, ja, ja, genau, höhö. Und dann aber wirklich in diesem Bewusstsein, doch, dieses in Anführungszeichen bisschen, was ich von den 8 Milliarden, die sonst noch hier so rumwandeln, hineingebe, es jede und jeder von uns macht einen Unterschied. Und sei es erstmal wirklich in deiner allernächsten Umgebung. Und dann, wie ich eben gesagt, mein großer Traum, dieser Schneeball, der immer dicker wird, wenn jeder und jede das beherzigen würde, sich selbst was Gutes zu tun und den Nächsten, dann ist so viel gewonnen. Wow, wow, wow. Also wenn auch alle aus diesem Gespräch, was wir jetzt haben, rausgehen mit diesem Gefühl, okay, ich mache so meine kleinen Steps und meinen kleinen Beitrag jeden Tag und das bewirkt was, dann bin ich schon glücklich. Ja, ich glaube, du kannst das auch nachfühlen, wo du ja auch in der Stadt viel unterwegs bist. Mhm. Wenn wir uns mal erinnern, dass dieses Buch und diese Bestimmung, das Thema Bestimmung, sich jetzt für mich persönlich gezeigt hat als knallrot und feurig. Ja? Und dass letzten Endes das Ziel des Bestimmungsweges diese Vielfalt und Lebendigkeit von uns Menschen ist. Dass wir wirklich offen sind nach außen hin und nach oben hin zu unserer höheren Führung, nach unten hin zu dieser Erde, auf der wir leben und dass wir uns da trauen anzupacken. Wenn das die Grundenergie ist und du gehst angereichert von diesem Glauben an deine Berufung, dass du wirklich hier auf dieser Welt
einen Sinn hast, eine Bedeutung hast, einen Wert hast, etwas beizutragen hast, ganz egal wie groß, darf auch riesig sein, ganz egal wie klein, darf auch unsichtbar sein für andere, dann wird etwas niemals unsichtbar sein, und zwar das Feuer. Diese Energie, diese Kraft, weil wenn du durch die Straßen gehst, angereichert von dieser Kraft, wirst du in irgendeiner Form ein bisschen leuchten, ein bisschen funkeln, ein bisschen sprühen. Du wirst aussehen wie ein Mensch, der an eine gute Zukunft glaubt. Und wenn wir durch die Stadt gehen und sehen, wie viele Menschen nicht funkeln, nicht leuchten und ausstrahlen, dass sie nicht mehr an eine gute Zukunft glauben, dann wissen wir allein durch einen einzigen Spaziergang durch die Stadt, wie immens wichtig und wie immens bedeutend es sein kann, einfach nur mit diesem Leuchten und mit diesem Mut und diesem Vertrauen innerlich ausgestattet durch die Straße zu gehen, weil irgendjemand ist auf dieser Straße und sucht nach einem anderen leuchtenden Menschen und braucht diese Bestätigung einfach nur, indem er an dir vorbeigeht und sieht, schau, da leuchtet doch noch jemand. Da ist noch jemand zuversichtlich. Da glaubt jemand an was Gutes. Da ist jemand eingestellt auf eine schöne Sache, auf etwas Positives. Und wir brauchen uns gegenseitig in so banalen Situationen, wie wenn wir nur auf dem Gehsteig gehen. Geschweige denn von allem Größeren, wenn du dann ins Büro kommst und den Mund aufmachst. Oder wenn wir dann mit unseren Kindern am Esstisch sitzen und. Ja, genau da fängt alles an. Und das ist so schön ermutigend, was du sagst, weil gerade das ist das, was ich spüre. Ich will es einfach nochmal aufzählen, dass vielleicht auch Menschen, die genau davon bedrückt sind, hieraus mitnehmen, dass sie dem mit all dem, was du jetzt gesagt hast, auch begegnen können. Also bei uns in Deutschland gerade noch auch, ja, dass alles teurer geworden ist, die Inflation, Jobunsicherheit, viel Schimpfen über Politiker im Allgemeinen und ausgelöst unter anderem natürlich sehr stark durch den Ukraine-Krieg. Dann ist der Gaza-Krieg dazu gekommen. Und in meiner Branche als Journalistin, wir lesen Studien, woraus du entnehmen kannst, dass viele Leute sagen, also die schalten ab, die wollen diese Nachrichten nicht mehr hören und sich damit nicht beschäftigen. Entweder sie drücken wirklich den Knopf und schalten das Radio aus oder den Fernseher oder was auch immer, oder sie schalten innerlich ab. Und wir beschäftigen uns sehr viel damit, wie wir lösungsorientierte Nachrichten machen können. Wir können ja den Krieg nicht wegmachen, aber wir können in einer Nachricht oder einem Zeitungsartikel oder in einem Fernseh- oder Hörfunkbeitrag erzählen, da kümmern sich gerade Leute, um da und da zu helfen. Also von, ich sage es jetzt mal ganz neutral und jeder darf seine Meinung dazu haben, von Rüstungslieferungen bis hin zu Ärzte ohne Grenzen, die einen Zug hergerichtet haben, der wie ein Krankenhaus ist. Sowas, ne? Also, dass wir dazu erzählen, wo Menschen sich engagieren und helfen. Und vielleicht, wenn man ein bisschen Geld und Zeit übrig hat, kann man vielleicht auch dahin spenden oder so und damit auch daran teilhaben. Was ich sagen möchte, ist, dass wir aus Studien entnehmen, dass viele Leute sich einfach abwenden und nicht ins Tun kommen. Und dadurch eben auch nicht mehr teilhaben an diesem Prozess, den du beschreibst, etwas hineinzugeben, sondern einfach sagen, ich bin zu klein, ich kann nichts bewirken. Und deshalb finde ich so schön, dass wir zwei das hier so betonen, dass jedes bisschen hilft, jedes bisschen hilft. Und allein, und was schon groß ist, vielleicht auch an der Zuversicht von Menschen in meinem näheren Umfeld, dazu was beizutragen und zu sagen, guck mal, wie schön dein Leben ist. Also ich habe angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und wenn ich da jeden Morgen drei Sachen reinschreibe, ich habe schon, bevor ich dieses Tagebuch geführt habe, aber Monika, wirklich, ich sitze mit meinem Michael am Tisch und ich sage, wir haben so gut. Wir haben ein schönes Zuhause, wir haben was Leckeres zu essen auf dem Tisch, wir haben es warm, wir haben Frieden und Sicherheit in diesem Land seit Jahrzehnten. Und ich finde es wirklich wichtig, sich das jeden Tag aufs Neue klarzumachen, wie viel Gutes wir haben. Ich sage oft gern, wenn wir spüren und erkennen, dass es uns gut geht, ist es unsere Aufgabe, Gutes zu tun. Ja. Und ich glaube auch, dass
ganz viele eine irrsinnige Sehnsucht spüren, tief in sich eine unglaubliche Sehnsucht spüren, etwas Positives beizutragen, aber angesichts der Fülle und angesichts der vielen Meinungen gar nicht mehr genau wissen, wo sie anfangen sollen. Mhm, genau. Und der Bestimmung zu folgen, der Berufung zu folgen und einen Wunsch danach zu haben, ein sinnvolles Leben zu führen, ist ganz eng verbunden mit der Sehnsucht danach, in einer, wie wir selbst es definieren würden, heilen Welt zu leben. Weil wir ja spüren, wenn jeder Mensch diese innere, schöpferische, aufbauende, produktive, aber auch mitfühlende Energie zu kultivieren in sich und sich selber viel zutrauen würde, selber wirklich auch sein Bestes hineinlegen kann, dann würde diese Welt tatsächlich deutlich heiler werden können. Und ich glaube, da ist niemand ausgenommen. Und wenn ich sage, okay, ich bin ja nur beispielsweise, so wie ich auch als Studentin, ich bin ja nur eine Kellnerin da in dem Lokal. Das kann ich schon. So viel. Jeder, der in einem Lokal war zum Mittagessen oder zum Abendessen und wirklich einen harten Tag hatte und da ist eine Kellnerin, die einfach liebevoll ist, die lächelt, die eine gewisse Freude ausstrahlt, die auch mal einen kurzen Moment Augenkontakt hält. Dieser Moment, diese paar wenigen Minuten im Beisein dieser Kellnerin können die Energie des Tages von den Menschen, die zu ihr an den Tisch kommen, zu ihr an den Tresen kommen, verändern. Egal, was das für ein Beruf ist. Und ich glaube, das ist das, was wir dann auch immer wieder vergessen, in diesem Statusdenken, in diesem, dass jedes Leben auf Instagram funktionieren muss und. In jedem Beruf zählt die Haltung. Und selbst wenn ich eine Person bin, die total in der Öffentlichkeit steht und die alle bewundern, aber in der Tiefe bin ich immer schlecht gelaunt und hab irgendwie, dann habe ich nicht meine Haltung, habe ich nicht meinen Beitrag in der Form geleistet. Und ich glaube aber, dass diese Sehnsucht zu helfen, und da bin ich einfach auch optimistisch, dass aus diesem Schmerz, den viele zurzeit spüren, und aus dieser Ohnmacht, die viele zurzeit spüren, über die nächsten Monate und Jahre wieder eine andere Herzqualität in der Gesellschaft entstehen kann. Oh, das finde ich so sehr zu wünschen. Also mir fallen im Moment wirklich die Begriffe Gemeinschaft und Gemeinsinn ein, dass das etwas ist, das ist für mich so ein Trend dieser Zeit, dass wir das total brauchen. Und gerade, wo wir darüber sprechen, die Kleinigkeiten, die wir machen können, ich habe hier in meiner Podcast-Serie Einfach ganz Leben auch ein Gespräch mit Ulrike Scheuermann über Freundschaft. Also ihr Buch heißt Freunde machen gesund und sie meint das so im weitesten Sinne Beziehungen. Und sie hat auch als Beispiel vielleicht die alte Dame, die mit dem Rollator durch den Park geht und der du begegnest, wenn du sie anlächelst und guten Morgen sagst. Es kann sein, dass du der einzige Kontakt des Tages warst für sie, weil sie alleine lebt und vielleicht da gerade mal lang geht. Und das macht den Unterschied. Auch die Aufmerksamkeit zu haben für sowas, was uns wahnsinnig klein erscheint. Und da haben wir wieder, jetzt haben wir schon viele schöne Beispiele, finde ich, besprochen, Monika, was dieses, ach, ich kann doch nichts bewirken. Doch, es gibt so, so viele kleine Mosaiksteine. Und ich glaube, das passt da auch noch sehr gut dazu, was ich auch im Buch so betonenswert finde. Wenn wir sagen, ja, ich erkenne zwar, in die Richtung wird es für mich gehen, das interessiert mich, das würde ich gern ausprobieren, das würde ich gern machen, da würde ich mich gern weiterentwickeln, beruflich, persönlich oder privat. Und dann aber, ja, aber ich kann ja gar nicht. Ich habe ja da diese, ich beispielsweise, ich kann keine, ich bin Autorin, ich habe 3 Bücher veröffentlicht, ja. Ich kann keinen fehlerfreien Text verfassen. Das ist für mich unmöglich. Das ist mir tatsächlich unmöglich. Jetzt kann ich sagen, ich habe diese leichte Rechtschreibschwäche, kann ich jetzt nicht Autorin werden, das geht ja nicht. Oder ich kann sagen, okay, ich möchte in dieser Richtung gehen. Ich suche mir jemanden, der liest meine Textekorrektur und dann mache ich es trotzdem. Mhm. Und mit dieser Lektorin, ja, ich habe jahrzehntelang, also 17 Jahre lang, da entsteht eine Freundschaft. Ja. Da entsteht eine Verbindung. Meine Schwäche ist ihre Stärke und da ist unser Schlüssel.
Das ist unser Schlüsselglied. Und ich glaube, wir dürfen uns niemals abhalten lassen, unseren Bestimmungsweg zu gehen, unseren nächsten Interessen zu folgen, unsere Träume, unsere Visionen, unsere Herzensstimmen, unsere Bilder, unsere Gedanken, was auch immer es sind, zu verwirklichen, weil wir sagen, aber das kann ich gar nicht. Es gibt jemanden, der kann deine Lücken füllen. Und ich glaube, das ist so wichtig in unserer Gesellschaft, wo wir so vereinzeln und so viel Einsamkeit und Alleinsein präsent ist, dass wir sagen, ich bin auch bereit, mich wieder zu öffnen für andere. Das und das kann ich, zumindest ein bisschen, ja, oder da will ich noch mehr dazulernen, das will ich mitbringen. Und jetzt suche ich mir die Leute, die meine Schwächen mit ihren Stärken kompensieren, auffüllen und so weiter. Und dann entsteht da wieder ein Gewebe, in dem wir uns gegenseitig brauchen. Mhm. Und wir müssen uns gegenseitig brauchen. Dieser Hyperindividualismus ist eine Lüge. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Der Mensch ist nicht so konzipiert. Nein. Wir müssen einander brauchen. Und jemand muss dich brauchen, Jutta. Und jemand muss mich, Gott, wie fühlen wir uns schrecklich, wenn uns keiner braucht. Ja. Bitte brauch auch du jemand anderen. Ja. Und dann sei dankbar dafür, dass dieser andere, den du brauchst, bereit ist, mit dir zu machen, mit dir zu gehen, mit dir zu tun. Wir brauchen einander und wir dürfen voneinander abhängig sein, unbedingt. Wir sind ein soziales Wesen ohne Abhängigkeit, keine echte Bindung. Ohne Vertrauen, keine echte Bindung. Und da dürfen wir uns wieder öffnen. Das ist uns auch alles ausgeredet worden die letzten 10, 15 Jahre. Das ist Quatsch. Wir brauchen einander. Ja, klar kannst du dich selber bis zum Umfallen selbst optimieren, aber dann wirst du jemanden brauchen, der dir aufstehen hilft. Mhm. Wir brauchen uns und das ist was Gutes. Ja. Auch unsere Kinder brauchen uns. Du hast einen kleinen Sohn, Monika. Wie alt ist der jetzt? Der ist 6 Jahre alt, der ist jetzt in die Schule gekommen. Er ist in die Schule gekommen. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Schritt, ne, wenn die Schule anfängt. Wie ist das, wie sehr beschäftigt dich das, wie du ihn ermutigst? So, also wie du ihn vielleicht so tritscheln lässt, dass er selber so sein Ding findet und aber auch, weiß ich nicht, Talente siehst. So, ist das was, wo du so drauf schaust oder dir überlegst, wie fördere ich das bei meinem Kind oder wie lasse ich ihn einfach hineinwachsen in seine Bestimmung? Also mein, das ist natürlich jedes Kind ganz einzigartig und hat sein eigenes Naturell. Ja. Unser Sohn ist ein kleiner Feuerball. Der hat so viele Feueraspekte, dass ich da eigentlich eher zuschaue und hoffe, ihm gut auch lernen zu können, Emotionen zu regulieren, auch mal runterzufahren, auch mal eine Pause zu machen. Und er wächst natürlich in einem Haushalt auf, in der sehr gerne gearbeitet wird, in der wir ein ganz positives Zugang haben zum, ja, zum Beruf auch und privat sehr gerne auch Dinge verwirklichen und so weiter. Aber ich weiß nicht, was er daraus machen wird. Im Moment habe ich das Gefühl, aber das kann natürlich in 2, 3 Jahren noch anders sein, im Moment habe ich das Gefühl, ihn einfach mal machen zu lassen. Und in seinen Phasen, wo er dann so tief eintaucht in gewisse, das sind immer so Phasen, wo dann wird nur gezeichnet, dann wird nur Lego gebaut, dann wird nur Trommel gespielt, dann wird nur Autos beschriftet oder was auch immer. Da sind immer so Phasen und da taucht er so richtig tief ein. Und das finde ich aber spannend, jetzt wo ich gerade das erzähle, glaube ich, das ist für uns alle auch nochmal so etwas, was wir als Erwachsene nicht verlernen sollten, dass wir uns immer wieder mal erlauben, irgendwo so richtig reinzufallen. Und sei es im ersten Moment völlig nutzlos für den eigentlichen Zweck, für das eigentliche Ziel. Wie du sagst, die asiatische Speise in einem asiatischen Land, lassen wir uns immer wieder mal reinfallen in etwas. Dann, hey, das interessiert mich, das mache ich jetzt mal 2, 3 Wochen richtig intensiv. Da haue ich mich jetzt mal richtig rein und schaue, was das in mir wieder aktiviert, was das wieder freischalten kann. Und diese kindliche, ich hoffe, er kann das lang bewahren, diese kindliche Intensität des Interesses, sagen wir so. Genau, da sage ich immer so im Spaß, das ist das, wo wir dann viel Geld ausgeben, um Seminare zu machen, dass wir dieses Versinken wieder lernen. Ja, zum Beispiel bei mir. Ja.
Genau. Ja, ich wie gesagt, in meinem Mentorings und in meinen Seminaren, ich arbeite ganz viel mit Techniken aus der Kunst- und Gestaltungstherapie. Mhm. Warum? Weil diese Berufung, diese Bestimmung, diese subtile Kraft, diese Essenz, die liegt ja, sonst würden wir es ja sofort eins zu eins aussprechen und aufs Papier bringen können, in vielen Fällen noch jenseits der Worte, also in dem Raum vor den Worten. Und in den Raum vor den Worten kommen wir mit Kreativität, mit künstlerischer Tätigkeit, mit Dingen, die wir mit den Händen tun, mit Farben und, ganz anders hin. Und so wie ich dir schon erzählt habe, ja, das Buch, das war knallrot, dieses Feuer, diese goldene Schrift hat jetzt keine goldene Schrift, ist auch nicht rot, aber egal, es ist die Grundenergie. Finde Klarheit zum Beispiel war dann so, da war immer dieses Türkisblau, ja. Türkisblau, Türkisblau und diese luftige, kristalline Energie. Und ich so, wow, was ist denn das? Ja? Und dann kam, Klarheit, okay? Und so arbeite ich mich da rein und auch mit den Klienten und ich glaube, diese kreativen Dinge, sei es, wie du sagst, ein Tagebuch zu führen oder zu zeichnen, Musik zu machen, zu singen, irgendwas auszuprobieren, Tanzen. Kochen, all diese Tanzen. Oh, yes, ja genau, da sind wir auch am Start. Diese Dinge, wenn wir die verlernen, was verlernen wir da automatisch? Mit Lebendigkeit, Freiheit, Vielfalt. Und dann sagen die Leute, ich bin ja nicht kreativ. Jeder ist kreativ. Jeder. Und jeder hat halt auch hier einen anderen Kanal und Kreativität und frei fließen lassen wird immer dazu beitragen, dass wir unserer Berufung und unserer Bestimmung näher kommen, mehr, genauer wissen, wohin, genauer wissen, was Spaß macht, genauer wissen, wo es weitergeht, was uns anzieht und zu sich ruft. Wie wunderbar, liebe Monika. Du weißt, ich stelle am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste. Die stelle ich dir jetzt nochmal und die Zeiten sind ja lebendig und ich bin sehr gespannt, was du heute sagst. Was ist für dich persönlich Glück? Das erste Wort, das jetzt kam, war Frieden. Frieden und zu spüren immer wieder, wenn dieser Frieden da ist, was für eine immense schöpferische Kraft in seinem Feld von Frieden liegt und wie es uns, glaube ich, allen gut tut, wenn wir dieses Feld von Frieden, sei es in der Natur, sei es in uns selber, sei es in der Straßenbahn, ganz egal, immer wieder suchen, so mit unserem Bauchgefühl, mit unserem, wo ist dieser Frieden, Frieden? Und dann da ein paar Mal hineinatmen und das ist voll von einer ganz ruhigen, satten Form von Glück. Wundervoll. Ich musste jetzt auch ganz tief atmen, gerade als du das gesagt hast. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne, so zum Teil feurige und ermutigende Gespräch. Danke, liebe Monika. Ich danke dir für deine wundervollen Fragen und deine Präsenz hier in diesem Gespräch. Liebe Jutta, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe sehr, du konntest dir ganz viel Inspiration und Motivation mitnehmen, um für deine Sache loszugehen oder deine Bestimmung überhaupt erstmal zu entdecken. Ganz viel Freude dabei. Und wenn du mehr über Monika Schmiederer wissen möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem neuen Buch und noch mehr Infos. Und wir zwei würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst. Ganz lieben Dank dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil findest du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Thank you.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Dori Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.